Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Krumrei und ich bin... Verdammt. Falsche Aufnahme. Naja. Und nochmal von vorn. Hallo, mein Name ist Andreas. Ich bin Hodenkrebscreme. Und wir spielen heute eine Adventure-Map, die mir von irgendjemandem zugesendet wurde. Ist das jetzt die da? Ich denke, es ist die da. Sehen wir gleich. Und er hat mich gebeten, die Welt mal vorab zu testen. Das werde ich machen. Natürlich werde ich dieses Video nicht online stellen, wenn er es, ja, nicht mag. Den Download-Link werdet ihr erst in der Videobeschreibung finden, sobald er es sagt, dass er die Map gern, ja, wie auch immer, online stellen mag und so. Und deswegen, ja, steht es erst unten. Bei Big Show's Adventure Map. Jahrhundertelang herrschte das Herzogtum Greifenstein über das zwielichtige Hochland. Durch ihre ihre Nekromantie. Ich weiß, ich bin neu hier, aber was ist eine Nekromantie? Er schuf ewige Qualen und nun sind sie gefangen, die Seelen. In ewiger Qual. Ich weiß nicht, was Nekromantie ist. Bin ich jetzt blöd? Ich hoffe nicht. So. Wir werden diese Map hier einfach mal spielen. Ich schau mal, ob ich es alles aus habe. Ja. Erstens, du darfst keine Blöcke zerstören oder zerschlagen. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Du darfst nur peaceful spielen. Was anderes kenne ich eh nicht. Schalte die Musik aus. Okay. Sammle Diamanten. Außer oberhalb vom Schatz. Also. Außer oberhalb vom Schatzton. Also, okay. Lies die Regeln. Das habe ich gerade gemacht. Aber ich weiß, was du meinst. Von Schatztruhen. Da habe ich auch eine Möglichkeit eingebaut bei meiner Adventure Map, sowas ähnliches. Ich glaube, bei mir, ich habe bis jetzt noch keine Regel geschrieben, aber ich glaube, das werden so unglaublich viele. So. Ja, was erkennen wir hier? Eine Map. Ich frage mich jetzt mal, wann du das gemacht hast. Und soweit ich weiß, funktionieren diese Booster hier nicht mehr. Ja. So, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, bitte ich dich, das nächste Mal darauf zu achten, dass die Versionsnummer stimmt. Please. Wenn das nämlich jetzt so eine übelst lange Strecke ist, werde ich mal kurz fliegen und mir einen Kompass geben, damit wir da schneller rüber können. Ich weiß ja ungefähr, wo es dahin geht. So. Und daher. Gut, dann können wir wieder Flare ausschalten. Den können wir wieder trashen und wieder null machen. Betrete das Haus und suche nach Brot. Okay. Friedhof vom Greifenstein, glaube ich. Ja, Greifenstein. Aber wir sollen ja nicht zum Greifenstein-Friedhof gehen, sondern wir sollen in das Haus gehen. Ich habe vergessen, Steam zu beenden. Steam beenden. Jetzt ist das beendet. Wunderbar. Morgen Chickens. Chicken Wing. Wir traden ein in das Haus. Oben befindet sich Brot. Hole es aus den Truhen. Okay. Papierkorb. Nehmen wir gleich eine Lava-Ding hier. Und ich muss ja nach Diamanten Ausschau halten. Ich hoffe, ich vergleiche es nicht schon wieder so wie bei einer irgendeiner anderen Map, die ich mal gespielt habe. Denn mit so Maps habe ich es eigentlich nicht so. Gut, jetzt hast du genug Brot. Suche auf dem Friedhof nach einem Hinweis. Okay, für was brauche ich Brot? Für was muss ich auf den Friedhof gehen? Okay. Ich gehe jetzt mal absichtlich zum Friedhof und schaue nicht, was bei dem anderen da ist. Todesschwinge. Kenne ich nicht. Ein namensloses, vergessene Seele ruht hier. Cool. Hier ruhen meine Träume. RIP. Okay. Hier gebannt ist Diablo. Auf ewig und
allen Zeiten. Hier liegt der Lichtkönig. Wer ist Lichtkönig? Rest in Peace, Viktor der Höllen. Der Hölleneber. Oder? So, was auch immer das sein soll. Die Gruft der Familie Onomusifixen. Cool, die haben da irgendwas drin. Ich muss da rein, vermutlich mal. Ich kann doch hier drauf. Ich denke, ich muss da nach hinten. Also ich habe jetzt ja nicht wirklich einen Hinweis gefunden durch den Namen. Also ich kenne da keinen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir hier reingehen dürfen. Aha. Zack, sind wir drin. Und dann denke ich, können wir hier reingehen. Und jetzt ist da wahrscheinlich der Hinweis. In dieser Gruft liegt Master Karl von Gesundheit und suche im Wald nach dem Grab der Seelen. Graben erlaubt. Ja, cool. Und wo soll ich suchen? Im Wald? Muss ich da wieder raus? Jetzt schauen wir erstmal da nach oben. Bin ich da gerade wieder runtergefallen? Ja. Im Wald. Wo ist der Wald? Da hinten, vermute ich mal. Graben ist erlaubt. Das ist ja schon mal sehr schön. Ich frage mich, wofür wir Brot brauchen, damit wir, wenn wir eh auf Peaceful spielen. Okay. Im Wald. Ja. Cool. Ich vermute mal, das soll der Wald sein. Und jetzt ist es gerade auf dem Weg zur Nacht. Da werden wir mal kurz so ein bisschen töten. Hier liegt der Auslöser der Höhlen. Gut. Ich vermute mal, Graben ist ja erlaubt. Wow. Episch. Darf ich das auch mitnehmen? Ich nehme es jetzt einfach mal mit. So. Erstes Grab ist gefunden. Und ich höre hier irgendwo eine Tür. Graben ist ja erlaubt, oder? Ist schwer zu orten, so eine Tür. Aber ich denke, sie müsste eigentlich hier irgendwo sein. Oh, hier geht's ja ganz schön weit runter. Ich glaube, das mal die Tür ist nicht da unten. Ich habe jetzt erstmal noch hier oben ein bisschen. Und wie, ich muss auch noch zur Tür hingraben. Das wird ein verdammt schwer. Hier ist irgendwas. Das Grab der noch irgendeiner Seele. Ah. Wohin kommen wir denn hier? Ein magischer Schutz. Sucher im Wald nach Schalten. Hey, ich habe doch gerade eben den Schalter gedrückt. Verdammt. Jetzt muss ich die Erde wieder platzieren, weil sonst ich nicht mehr komme raus. Habe ich den Hebel wieder so oft umgelegt, dass es wieder ausging. Verdammt. Okay. Das heißt, wir müssen hier runter, rüber und einsteigen. Und ich hoffe, die Tür ist jetzt offen. What? Noch ein Tor. Das heißt, wir brauchen noch einen Schalter. Werdet ihr jetzt mit Sicherheit nicht drauf gekommen? Okay, gehen wir mal ganz taktisch vor. Es war vorher an einem Baum. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nochmal an einem Baum ist, dann ist ein Schild. Wie kommen wir an das Schild ran? So schon mal nicht, aber ich glaube da hinten. Vielleicht können wir es sogar lesen.
Grenze der Qual. Dann gehen wir einfach raus, oder? Da sind wir befreit von der Qual. Ne, machen wir natürlich nicht. Ich bin auf der Suche nach einem weiteren Hebel. Hebel. Hebel, wo bist du? Ich soll ja im Wald suchen, also muss es wohl irgendwo hier im Wald sein. Ich darf ja auch graben, vielleicht ist es hier irgendwo. Nein. Wir überlegen, die Tür kommt von hier, also muss er entweder das letzte Mal nach da drüben irgendwo hingelegt haben. Hast du jetzt den Ding an einem Baum platziert? Dann könnt ihr einfach jeden Baum absuchen. Ich suche einfach mal jeden Baum ab. Oder ist das dann noch für irgendwas? Nein, weil ich habe ja dadurch, damit kann ich keine Türen öffnen, oder? Nee. Und wir haben den. Ah, da ist noch ein Hebel. Gut. Oh mein. Haben wir es schon. War doch gar nicht so schwer. Ja. Und hinab geht's. Diesmal können wir durchgehen. Und da scheint es runter zu gehen, aber ich denke, wir überleben's. Okay. Steig auf. Hätte es nicht gedacht, dass ich das mache, oder? Zwei Diamanten. Oha. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass oben im Wald auch noch irgendwo Diamanten versteckt werden. Geht ja schon mal super los. Okay. Ist hier unten noch irgendwas? Darf ich jetzt eigentlich überall graben oder nur eben dann da im Wald? Ich denke nur im Wald, oder? Da war's. Ich denke, da muss ich wieder hoch, wenn ich es nicht schaffe. Ich warte schon auf dich, komm doch. Okay. Ja, das war so klar, weil das habe ich sowas von gut drauf. Das habe ich deshalb auch in meiner Adventure Map eingebaut. Und immer wenn ich es gemacht habe, kam es mir total schwer vor und dann habe ich es nochmal gemacht und dann ging es wieder total leicht und ach. Ihr wisst ja, wie das ist. Die Lecks machen es aus. Und verzeiht mir bitte, wenn es jetzt hier sich ein bisschen hinziehen kann. Das liegt nur an der Framerate. Ich habe im Moment eine Framerate von 15. Könnt ihr euch gerne zeigen. 15, 14, 15. Und das war was auch immer. So. Also, jetzt strengen wir uns an. Wir bemühen uns wenigstens einmal. Nee, da komme ich nicht auf einmal hin. Ich würde am liebsten jetzt die Fraps kurz ausschalten, dann habe ich eine Framerate von 90. Ist zwar schön, dass man alles aufnehmen kann, aber... manchmal nervt es ein bisschen. So, nächsten zwei Diamanten. Wenn wir das nicht schaffen, dann... sehr gut. Okay, eine heiße Spur, keine Wahl der Qual. Was hat's mit dem Lehm auf sich? Darf ich Lehm zerstören? Ich gehe erstmal hier hin. Oh, du bist gemein. Du musst jetzt ernsthaft auf die Kakteen springen. Nein. Okay, du hast intelligent. Weil jemand wie ich, der es nicht kann, vergeigt er gern mal ein bisschen und das Boot war jetzt total unnütz. Ey, wieso fällt man da so runter? Oder vielleicht komme ich sogar so hin? Ja, Mann, ich komme so hin. Ich bin so intelligent.
Und ich habe einen Redstone dabei. Der war schon da drin jetzt, oder? Ja. Okay. Ich darf ja die Blöcke drüber wegbauen. Okay. Jetzt habe ich sogar zwei Redstones. Also brauche ich hier. Ah, okay. Hat sich schon erledigt. Oh, das ist zwar nicht tief da. Auf welcher Ebene befinden wir uns eigentlich? Auf Ebene 14. Ja. Du sitzt in der Falle. Und den Schlüssel habe ich entfernt vom Schloss. Jo. Das stimmt. Und irgendwie ist es gerade komisch. Da ist was. Da haben wir es ja. Zack, sind wir schon durch. Nochmal zwei Diamanten. Und das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich hasse Lava, deshalb gehe ich hier entlang. Das habe ich ja bei meiner einen Let's Temple-Map da schon mal gehabt. Ah, da kommt man oben wieder raus. Ich bin so gut. Also müssen wir doch bei der Lava hin. Scheiße. Wisst ihr noch? Bei diesen Folgen, wo ich mit dieser komischen Map da ge ja, gespielt habe. Drei Diamanten, wow. Da bin ich in dieser Lava verreckt. So wie jetzt fast. Oh Gott. Ja, das muss gehen. Puh. Jetzt warten wir kurz, bis das weg ist. Okay, wir sind fertig. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo durchgehen können. Aha. Drei Diamonds. Let's look, ob es auf der anderen Seite Nano geht wird. Ah. Verdammt. Wir sind gefallen, Orbi. Hier herrscht eine Bombenstimmung. Cool. Sowas kenne ich. Cool. Ihr dürft nicht sagen, dass ich das dann irgendwann mal nachgemacht habe, gell? Weil sowas ähnliches baue ich, habe ich nämlich auch schon eingebaut. Ja. Ist mal so eine schwierige Entscheidung. Du bist dem Tod entkommen. Naja, fast. Warum habe ich nur das Gefühl, dass diese Leitung hier zu irgendeinem TNT führt? Was ist hier mit Tod? Aber cool, das ist bis nach oben gebaut. Und da ich jetzt denke, dass das Ende der Map war, werden wir mal kurz nach oben blicken. Ja, war ja klar. Sunshine, 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 Rick. Und so wie es aussieht, befinden wir uns hier. Ich könnte auch wieder ausmachen und dafür Time Day. Genau. Befinden wir uns hier direkt unter dem Haus, wollte ich gerade sagen. Sieht doch nicht so aus. Aber ja, Resonanz zu der Map. Wieso ist das Dach weg? okay. Resonanz zu der Map. Nicht schlecht, aber
Ich finde es ein bisschen zu kurz fast. Ich hoffe, ich. Also ja, es ist immer, ich gebe zu, es ist immer schwer, weil wenn man selber daran rumbaut, denkt man, boah, 5 Stunden mindestens wird das dauern, bis man da durch ist. Und dann dauert es da 10 Minuten, dann ist man durch. Dann, was du auf alle Fälle noch machen musst, ist die ganzen Rails hier ändern. Dann das mit den Hebeln und so, finde ich eine schöne Idee. Hier musst du noch irgendwas fixen, das darf so nicht abbrennen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und, ja, also, wie gesagt, find's nicht schlecht. Hast auf alle Fälle mal einen Daumen verdient. Für deine erste Map. Schön, dass du da so ein Loch bis nach oben hinsprengst. Aber du solltest vielleicht noch, weil, wie du ja gemerkt hast, bin ich da ein bisschen zurückgegangen und mir ist nichts passiert. Vielleicht solltest du das sowas dann noch wie eine Tür einbauen. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, weil du ja hier alles sprengen musst oder so. Aber vielleicht einfach mal ein bisschen ausprobieren oder das ein bisschen weiter wegsetzen. Oder außen rum führen nochmal und so. Dass man quasi nicht wieder zurückgehen kann, sondern dass man halt wirklich stirbt, wenn das deine Absicht ist als Ende. Wobei man dann halt nie weiß, wie viel Diamanten man gehabt hat. Aber okay. Ja, das war's zu der Map. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, denke ich mal. Und ja, bis dahin. Tschaußen.